So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Battlefield Hardline im Story-Modus. Hallo. Du wolltest mich sprechen? Ja. Und gleich geht's wieder los hier. Keine Bange, er schickt dich nicht zur Verkehrspolizei. Naja, noch nicht. Okay, Leo, unser Freund Leo, er hat uns verraten, was er weiß und ist wieder gegangen. Ich dachte, er wollte beschützt werden. Sag nicht, was Leo erzählt hat. Drogenpakete. Ihr verarscht mich. Flugzeuge starten, Drogen landen. Mitten in die Everglades und... Zeig's ihm. Eine Angelkarte. Wer steckt dahinter? Ein Bastard namens Remy Nels. Vor 2 Jahren war Nels niemand. Ein Nobody. Jetzt untersteht ihm die gesamte Organisation, zu der auch Tyson Letchford gehört. Hat wohl große Pläne, der Mann. In der Tat. Ihr zwei geht in dieses Schlammloch, in einen Nationalpark, und findet heraus, wie seine Pläne genau aussehen. Sir, warum sollte Leo seinen Boss verraten und dann einfach wieder gehen? Leo sagte, er fühlt sich bei der Polizei nicht mehr so sicher. Mhm. Das war's. Also ich war's nicht. Ach, Mendoza, warte kurz. Klar. Deine Partnerin ist jetzt köpfig. Sie ist von ihrer Sache überzeugt. Gute Antwort. Setz dich, Junge. Es wird wegen der Elmore-Sache Beschwerden geben. Polizeigewalt, etc. Keine Sorge, ich regel das. Das ist sehr nett. Danke sehr. Wie geht's deiner Mom, Detektiv? Entschuldigung? Deine Mom hat sich ja viel durchgemacht bei der Flucht aus Kuba. Na? In deinem Alter wird keiner mal eben Detektiv ohne gründlichen Hintergrundcheck. Und bei dir gab's eine Menge Hintergrund. Ich, Ach, ist schon okay. Ich weiß, wie es ist, einen Arschloch als Vater zu haben. Ew. Das hat mich auch ziemlich lange verfolgt. Und du? Mach's das gut, mein Sohn. Weiter so. Ja, Papa. Darf ich jetzt so ein schönes Blödchen fahren? Linus Karte ist furchtbar. Da stimmt ja gar nichts, aber hier sind wir richtig. Ist dir warm? Leo hat Dorst die Karte gegeben. Hat sie einfach rausgerückt. Eine unfassbar beschissene Karte. Hallo? Aber was hat er denn davon? Das begreife ich einfach nicht. Naja, irgendwas hängt ihm offenbar im Nacken oder irgendjemand. Wer immer die Pakete abwirft, Leo will, dass wir Bescheid wissen. Damit wir seine Konkurrenz ausschalten, oder? In Miami ist er erledigt. Und das weiß Leo. Wahrscheinlich kocht er gerade Drogen irgendwo in Iowa. Was ist überhaupt in dich gefahren, ihn so zu verprügeln? Leo konnte sich einfach nicht benehmen. Naja, das könnte die Dienstaufsicht auch von uns behaupten. Na, gibt's jetzt Verfolgung? Liegt auf. Los zur Abwurfstelle. Ja, okay. Gucken wir, ob ich so ein Teil überhaupt fahren kann. Die Dealer behalten ihre Pakete per Funk. Die Zahl auf Leos Karte ist sicher in Frequenz. Sieh einer an. Wir haben ein Signal. Haben wir? Fahr da an dein Paket ran, dann markier ich es mit deinem Zielfahrt. Überlegen wir das Ding ab. Als die Drogen noch über Miami transportiert wurden, hat es in den Sümpfen nur so vor Schmugglern gewimmelt. Vielleicht wiederholt sich das alles jetzt. Vielleicht. Oh, da war ein Krokodil. Und damals haben sich die Kartellleute sogar auf Kindergeburtstagen vereinigt. Ja, ich erinnere mich. Ich war damals noch jung, hatte die irres Zeug. Blut auf dem Gehweg. Pitbulls mit aufgeschlitzter Kehle. Wie zum Teufel hat der Dumm dich da rausgehalten? Das klingt vielleicht kitschig. Sie hat geschuftet und nicht geliebt. Okay. Oh ja, und wie das kitschig klingt. Mamas Da sind wir. Okay, dann verfolgen wir das Ding mal. Na dann. Ich hab wieder ein Signal. Okay. Dann mal los. Da stecken mindestens 10 Kilo in dem Paket. Amerikaner stehen halt auf Drogen. Ich will damit sagen, dass das hier eine große Nummer ist. Sonst hätte uns Dawes nicht hier rausgeschickt. Angenommen, die Kartelle nutzen Miami wieder als Umschlagplatz.
Aus welchem Grund? Meine Meinung? Mexiko ist zu heiß geworden. Hier wandern Schmuggler vielleicht in den Knast, sie werden aber nicht von Drogenbossen kalt gemacht. Amerikaner stehen halt auf Drogen. Du weißt, dass es eine große Sache ist, dass Dawes uns hierauf angesetzt hat, oder? Das weiß ich. Das Problem ist, dass wir damit zu keinem Staatsanwalt gehen können. Wen interessiert's? Ist doch viel spannender so. Findest du? So, kommt jetzt hier noch ein Land. Wow. Hier sind ein paar unfreundliche Gesellen. Da hinten geht's. Ey. Haben wir wieder was? Jawohl. Sehr schön. Weiter geht's. Und übrigens, Captain Dawes, der Typ war früher absolut gnadenlos. Ja, das habe ich gehört. Das kann der Art zu arbeiten. Freigeschaltet. Ich hoffe, ich hab dir dann noch endlich mal Multiplayer. Wenn's beim Captain punkten, dann zieh die Samthandschuhe aus. Das ist das hier, der dreckige Teil der Polizeiarbeit. Du hast es kapiert. Naja, schön sieht's aus. Wohnen möchte ich hier nicht. Zu viele Handtaschen rennen hier rum. 90? Was? Schon nicht schafft? Was soll ich hier machen? Mit dem Airboot anlegen. Halte an einem Dock, ein Airboot zu verlassen. Dockbereich erkennst du eine Fahnsymbol. Okay. Das Signal ist beim Fallschirm. Okay, ich spring raus und markiere es. Hier gibt's viele Alligatoren. Keine Panik. Die haben mehr Angst vor uns als wir vor ihnen. Tja. Okay. Den letzten Stapel markieren. Und draußen bleiben. Machen wir doch glatt. Wo sollen wir denn überhaupt lang? Guck mal, da ist da was. Pass auf, da gleich kommt gleich mit was markiert, bitte schön. Na, damit ganz bestimmt nee. Boah, ich wusste. Darauf muss man erstmal fast sein. Ja? Dann sag einfach Danke. Bitte. Okay. Danke. Vielleicht sollten wir auf dem Weg bleiben. Warum hat sie das denn einfach markiert? Wir müssen aus dem Wasser raus. Wir müssen hoch auf die Plattform. Nimm den Kletterhaken. Der was für ein Teil? Leihgabe. Ah, okay, machen wir. Mit dem Kletterhaken kannst du höhere gelegene Orte erreichen, schieße den Kletterhaken auf markierten Vorsprung und der Kletterseil zu erzeugen. Machen wir doch glatt. Schon mal einen Kletterhaken benutzt? Nein. Nein. Ziel mit dem Haken auf die Plattform. Hab ich doch gemacht, was soll ich denn noch machen? Zzz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 
Tja, wie gehen wir jetzt vor? Jetzt haben wir hier so einen komischen Haken. Können wir hier rein? Nee. Ist hier sonst irgendwas zu scannen? Oh, da oben? Nee. Das ist unsere Tasche gewesen, okay. Belohnung gibt's dafür. Ja. Nun ist guter Rat teuer. Da, die haben wir die Pumpe. Tee, können wir da irgendwas auswählen? Nee. Gut. Dann machen wir mal Action hier, würde ich sagen, oder? Er sieht mich nicht, er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Da ist ein Schein. Gehe Hände hoch. Tütüt. Tütüt. Nein, du siehst mich nicht. Polizei! Stehen bleiben! Ziffer! Arschloch! So, haben wir ihn. Bleib, wo du bist! Was soll das denn? Sehr schön. Belohnung abkassieren. Zack, ein Haftbefehl. Ja. Scheiße! Bleib, wo du bist! So, ab in Dreck. Leg dich zwischen deinen Freund. Ja. Das Paket ist wohl nicht weich gelandet. Alter, das summt sich hier tot, das Ding. Okay. Was ist denn dein Problem? Was summst du mich denn hier voll? Wissen wir, ja. Du sollst wahrscheinlich hier rein und soll hier kicken gehen, wa? Ja, ist doch gut. Mann, sag mal, wie oft willst du denn das noch machen? Kannst du durch Wände kicken? Nee, kannst du ohne. Was summst du denn? Ah ja, schön schwierig hier mit dir. Einfach mal vielleicht die Tür öffnen. Oh, wo hat er denn das her? Wir sind gespannt. Die Ausrüstung. Klick, klick, klick. Sehr schön. Haben wir alle gecheckt. Ich habe eine Frequenz für dich. 120,13. Siehst du was? Sieh dir nur die ganzen Lichter an. Überall auf dem See. Wir sollten uns ihr Boot nehmen und nachsehen. Was dürfen wir jetzt machen? Hinweise untersuchen. Werden wir jetzt machen? Alter, was? Er ist nur am... Sag das doch. Na Mensch, das soll der eh noch finden hier, oder was? Ist manchmal ist schon neue Pistolenaufsätze freigeschaltet. Ganz schön schwierig, muss ich sagen. So, haben wir das jetzt endlich? Ja, mein Gott. Das ist ja was. Gut, liebe Freunde, da sind wir auch schon wieder am Ende einer Folge. Würde ich sagen, nächste Runde nehmen wir schön die ganzen Pakete hier in Angriff. Und ja, würde ich sagen, wir sehen uns, euer Fleischi und tschüss.